Mit einer Schar an Künstlern und Schaustellern erwartete der heurige Murnschalk seine Gäste. An diesen zwei Tagen zeigten Straßenkünstler aus verschiedenen Ländern ihre Kunststücke in der Brucker Innenstadt. Los ging es bereits am Freitag und bevor die Künstler loslegten, noch rasch ein Foto fürs Erinnerungsalbum. Es ist das Highlight im Sommerfestivalprogramm der Stadt Bruck an der Mur, Murnschalk, diesmal völlig neu, nämlich diesmal freitags und Samstag, auch mit neuem Programm. Wir haben wieder über 80 Künstler aus der ganzen Welt, 80 Straßenkünstler, die heute hier in der Stadt auftreten werden und auch am morgigen Samstag noch einmal mit dabei sein werden. Und natürlich die Bruckerinnen und Brucker und die vielen Gäste, die immer wieder kommen, zum Murnschalk begeistern werden. Vorstellungen mit Mimik, Theater, Jonglage, Musik, Feuerzauber, Clownerie und vieles mehr wurden geboten. Für heuer konnten über 50% neue Künstler sowie Musikgruppen engagiert werden. Wir sind natürlich bemüht, jedes Jahr auch wieder neue Künstlerinnen und Künstler anzubieten. In diesem Jahr sind etwa die Hälfte aller teilnehmenden Künstlerinnen und Künstler wirklich das erste Mal in Bruck dabei. Also für neue Acts ist wirklich gesorgt und es wird sicher wieder ganz, ganz toll und spannend werden. Mit dabei auch zahlreiche Vorstellungen für Kinder, die erstmals bereits am Samstagvormittag auf ihre Kosten kamen. Denn da gab es bereits ab 10 Uhr Programm für Jung und Alt. Und das sogar im Zuge des Brucker Ferienpasses. Ja, den Kinderschalk. Hier ist im Rahmen des Ferienpasses wurde hier von einem Künstler mit den Kindern ein tolles Programm vorbereitet. Ich habe zwei Proben im Rathaushof erlebt. Unglaublich, was die Kinder dann zaubern werden am morgigen Vormittag. Also man sollte sich diese Vorstellung am Samstagvormittag nicht entgehen lassen. Es ist wirklich sensationell, was die Kleinen auch binnen kürzester Zeit erlernt haben. Der Höhepunkt sicher wieder die fulminanten Feueracts, die das Publikum in helle Begeisterung versetzten. Für den Tourismus ein absoluter Höhepunkt im Veranstaltungsjahr der Stadt Bruck an der Mur. Dieses Fest hat schon Tradition und das beweisen die beiden, die jetzt neben mir stehen, die Fanny und der Alfred. Sie sind schon seit Beginn mit dabei. Warum eigentlich? Weil das ist Spaß und an der Musik haben wir Freude. Und darum hat der Mann gesagt, entweder wir fahren hin oder wir bleiben daheim. Also da sind wir hingefahren. Wie schafft man das eigentlich in diesem hohen Alter schon, so etwas noch zu machen? Und das alle Jahre? Ja, das sind geschenkte Tage und das genießt man. Was ist so Besonderes am Bruck? Eine schöne Stadt und ein schönes, interessantes Publikum. Wie immer waren die Künstler auch auf das Hutgeld der Besucher angewiesen und die zeigten sich zufrieden mit dem Ertrag durch die Zuseher. Der Vergnügungspark rundete den Murnschalk 2014 ab und man konnte wieder einmal sagen, tolle Stimmung für Groß und Klein in der Brucker Innenstadt. Schön war der Murnschalk im heurigen Jahr.